Das Thema Versicherung, das assoziieren die meisten wohl mit negativen Erfahrungen, seitenlangen Verträgen, unverständlichen AGBs, hinterlistigen Ausschlussklauseln und Männern in grauen Anzügen, die billige Werbegeschenke verteilen. Dass das auch anders geht, das erfuhr ich neulich beim Besuch eines Zürcher Startups, dessen Idee so genial ist, dass ich sie euch nicht vorenthalten will, denn sie bietet uns Fotografen etwas, worauf wir wohl unwissentlich alle gewartet haben. Es geht nämlich um eine Versicherung für Fotoequipment, die so anders ist, dass die Köpfe dahinter entweder völlig wahnsinnig oder verdammt genial sind. Ich bin mal zu denen hingefahren, um mir das mal genau erklären zu lassen. Achtung, das folgende Video ist auf Schweizerdeutsch und für Nicht-Schweizer mühsam zu verstehen. Da diese Versicherung aber ohnehin nur in der Schweiz operiert, ist das eigentlich auch kein Problem. Sobald es das Angebot auch in Deutschland oder Österreich gibt, werde ich dem sicherlich nochmal einen weiteren Besuch abstatten und mich dann auch auf Hochdeutsch mit dem unterhalten. Wer jetzt trotzdem wissen möchte, worum es geht, der erfährt auf der Webseite, den Link, den blende ich gerade ein, genau worum es geht. Beachtet aber wirklich, dass es dieses Angebot aktuell nur in der Schweiz gibt, ganz einfach, weil es eben Regeln gibt, nach denen eine Versicherung nicht so einfach im Ausland operieren darf. Die erste Überraschung, die erwartete mich dann auch gleich bei der Begrüßung. Ratet mal, welcher dieser beiden Herren arbeitet wohl für eine Versicherung? Na, wahrscheinlich habe ich schon zu viel vorweggenommen und ihr habt es erraten. Das ist er, Roger Schüber heißt er, und ihn lasse ich dann am besten auch mal gleich selber erzählen. So, da sind wir zu Gast bei Links. Neben mir sitzt der Roger. So habe ich mir mit Sicherheit keinen Versicherungsfuzzi vorgestellt. Ne? Sonst typisch danke immer so Fuzzi. Mit, ja, bitteschön, gern geschehen. Und jetzt erzähl doch mal, was ist Links? Was macht Links so besonders? Also grundsätzlich ist Links die Versicherung für Leute, die gerne fotografieren. Was besonders macht, ist das ganze Feeling der Kunden vom Anfang bis zum Schluss. Das heisst, Feeling. Ja, das Feeling, die Atmosphäre, wie du zu dieser Versicherung kommst, wie du damit umgehst und wie du den Schaden meldest. Es ist alles digital mit einfachen, schnellen Schritten. Das heisst, ihr habt also euch angeschaut, was machen Versicherungen normalerweise und habt euch überlegt, wie können wir das Ganze simplifizieren, wie können wir es zugänglicher auch machen, weil ihr seid ja alles andere als eine typische Versicherung. Ja, was aber ist, wir sind alle vier, kommen aus der Versicherung, wir haben alle bei der Versicherung geschafft und wir kennen den Prozess dahinter und wir wissen auch, was negativ ist, was nicht so gut ist. Das wissen die Versicherungsgesellschaften auch. Es ist einfach nicht ganz so einfach, wenn man so einen riesen Apparat hat, das zu vereinfachen. Und dann ist das Ganze general entstanden und sie haben gesagt, lasst vier Leute mal außerhalb als Startup arbeiten, die können bei Null anfangen und dann kann man so etwas erreichen. Das heißt, angefangen habt ihr als Startup und seid dann jetzt dabei, euch da auch zu etablieren, weil ihr seid gestartet vor einem Monat. Vor einem Monat sind wir gestartet. Ging's los und das Interesse groß? Ich muss so sagen, wir haben noch nicht so viel Werbung gemacht, also auch noch keine zahlte Werbung. Wir haben einen Bericht gehabt bei Foto intern und nach dem Bericht hast du dann plötzlich gemerkt, also einen Tag später haben wir 20 neue Kunden gehabt. Also das Interesse ist gross, das ist auch, ich komme teilweise ins Hühnerhut, wenn ich davon erzähle. Ich kenne das als Außendienst, ich habe früher Versicherungen verkauft. Und wenn du zu einem Kunden heimgehst, ich glaube, du sagst, eigentlich will ich dich gar nicht da haben. Ja. Und Versicherung ist sowieso ein komisches Thema. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Und jetzt ist es so, wir kommen Mails über von Kunden, die sagen, hey, das ist es, auf das habe ich, auf das habe ich schon immer gewartet. Super. So eine Lösung. Also das ist für uns so ein bisschen eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil ich nämlich auch gesehen habe, der ganze Anmeldeprozess, der ist bei euch ja super einfach. Ne? Ich erinnere mich noch daran, dass ich meine Versicherung abgeschlossen habe. Ich musste seitenweise irgendwelche Formulare ausfüllen mit Seriennummern, mit allem Pipapo. Und bei euch geht das, ich glaube, ich habe keine 5 Minuten gebraucht, um mich da anzumelden. Wir haben uns explizit darauf fokussiert, dass wir sagen, wir wollen nur das wissen, was wir auch wirklich brauchen. Wir müssen nicht noch irgendwie, weiss Gott, was wissen, bist du ledig, bist du noch geheiratet und weiss auch nicht was. Weil das ist für das Produkt nicht relevant. Okay. Was sind denn jetzt so die drei Alleinstellungsmerkmale, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt Fotograf und ich frage dich, warum soll ich mein Zeugs bei dir versichern? Dann nenn mir mal drei gute Gründe. Ich sag dir, ich tue es in einer anderen Reihenfolge. Drei ist Nummer eins. Aber Nummer eins, ja. Okay. Nummer eins, All-Risk-Versicherung. Das ist eine All-Risk-Versicherung. Das heißt, All-Risk bedeutet? All-Risk, es ist alles deckt. Gegen doof auch. Auch gegen doof? Ja. Das ist gut. Handy, also übrigens Handy und Notebook und Tablets kann man auch versichern. Ach, das Kamera-Equipment. Okay. Wenn das Handy runtergeht, es hat eine Spider-App, wie man das so schön sagt, das Ding.
ist versichert. Wenn das Handy ins WC geht, ist es versichert. Okay. Wenn so objektiv vielleicht mal im Zug liegen lässt, weil du es rausgenommen hast oder etwas gemacht hast, ist versichert, Verlieren ist versichert, Diebstahl ist versichert. Ist es im Ausland? Ausland auch, bis zu 24 Monate. Das heißt, ich kann also, wenn ich in Urlaub fliege, kann ich vorher meine Sachen, die ich mitnehme in den Urlaub, kann ich bei euch eingeben und ich kann ohne Sorgen damit in Urlaub und habe das dann auch versichert. Genau. Okay. Nummer zwei? Nummer zwei, Fairness. Es ist ja so, wenn du jetzt eine Versicherung machst, im normalen Versicherungsbusiness, hast du so, dass du die Kamera zum Beispiel nimmst für 1800 Franken. Mhm. Die versicherst für den Wert, und zahlst über die ganze Zeit immer die gleiche Prämie. Mhm. Im Schadenfall kommst du aber noch so viel über, was das noch auf dem Markt für den Wert hat. Das kann vielleicht 1400, 1600 Franken sein. Bei uns ist es so, wir tun monatlich mit einer Datenbank, mit allen Geräten, wo wir monatlich updaten, schauen, was ist der aktuelle Marktwert und den Marktwert anpassen. Das heisst, du kannst davon ausgehen, dass deine Prämie dann runter oder rauf geht, je nachdem, wie der Marktwert halt ist. Also wenn eine Kamera teurer wird mit der Zeit, weil dann sie an Wert gewinnt, dann zahle ich halt mehr. Aber in der Regel ist es ja eher so, dass Kameras nach kurzer Zeit schon ordentlich an Wert verlieren. Ne? Über zwei Jahre, glaube ich, um die 20% verlieren, plus minus. Das trifft einen wunden Punkt bei mir. Ich hatte mir mal vor vielen, vielen Jahren so eine kleine Pocket-Kamera gekauft. Und habe die abends mit auf eine Party genommen und sie hat noch nicht ein einziges Foto gemacht gehabt. Ich habe sie auf den Tisch gestellt, habe so den Leuten gesagt, wer ein Foto machen möchte, der nimmt sich die einfach mal. Mhm. Und habe sie wirklich noch vorher geladen, also sie hat noch kein einziges Foto gemacht. Und die erste Person, meine damalige Freundin, nahm diese Kamera in die Hand, hatte schon einen sitzen. Sie fiel ihr aus der Hand und das war so eine mit so einem ausfahrenden Zoom-Objektiv und sie fiel auf, das Objektiv war kaputt. Pain. Ja. Ich hatte also eine Kamera, die noch nicht ein einziges Foto gemacht hat. Ich habe am nächsten Tag bei der Versicherung angerufen und die wollten mir noch 80 Euro dafür geben. Und die Kamera hat knapp 400 Euro gekostet. Und du hast zahlt für 400 Euro die ganze Zeit. Ja eben. Ne? Also insofern triffst du damit wirklich einen wunden Punkt. Und ich glaube, viele werden auch schon mal so eine Erfahrung gemacht haben. Ja, ich habe selber schon so eine Erfahrung gemacht. Also ich glaube, mehr als einmal ist mir das Handy geklaut worden. Aha. Und es kommt meistens weniger über, als du eigentlich dafür zahlt hast. Punkt 3. Punkt 3, und das ist eigentlich der wichtigste, du hast keine lange Dauer mehr von einem Vertrag. Also du hast nicht einen Vertrag bei uns als solches. Klar ist es ein Vertrag, aber du hast nicht irgendwie über 1, 5, 10 oder was für immer, wie viele Jahre einen Vertrag. Mhm. Sondern du hast im Prinzip ein Portfolio mit all deinen Gegenständen und du kannst entscheiden, wann du was versicherst und für wie lange. Heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Jamaika gehe oder sonst irgendwo, nehme ich meine Kamera, mein Objektiv, mein Stativ mit, dann kann ich sagen, gut, das habe ich dabei, ich tue es auf On, wenn ich heimkomme, schalte ich es wieder ab. Also gibt es dann genau auch die Typenbezeichnung, Seriennummer 1, das wird entweder in der Datenbank gefunden oder es wird dann automatisch hinzugefügt, die Datenbank lernt quasi, aber ihr werdet es immer noch manuell einpflegen, auch mit den Preisen vor allem, Müsst ihr selber noch aktuell nachschauen. Aktuell ist es so, wir haben eine Datenbank dahinter, die schon funktioniert, das ist schon mal ein Grundbaustein. Mit jedem einzelnen manuellen Eintrag von unseren Kunden wächst die. Mhm. Und wir wollen die Datenbank eigentlich auch so erweitern. Wir suchen noch weitere Möglichkeiten, weitere Partner, wo wir die können erweitern, damit wirklich alles gefunden wird. Es ist jetzt mal ein Start, und das muss ich auch sagen, das habe ich vorhin gesagt, das ist mal ein Start, das Ding funktioniert mal, unser Produkt, aber es ist noch nicht fertig. Der Unterschied ist der, ich habe vorher im Produktmanagement geschafft bei einer Versicherung. Mhm. Man macht das Produkt und dann ist das Produkt da und man versucht es zu verkaufen. Was wir aber machen, ist, wir machen es in Sprintweise, wir das eigentlich jetzt erweitern und verbessern. Quasi und wir holen immer und immer wieder Kunden ab. Was ist das Wichtigste? Wir bauen nicht etwas, wo wir davon ausgehen, das ist für Kunden am wichtigsten, sondern wir fragen Kunden. Was ist für euch am wichtigsten und versucht da sein. Das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich über die sozialen Medien auch noch deutliches Feedback und so. Genau, aktuell ist es noch relativ wenig, weil wir haben auch noch relativ wenig Kunden, sage ich mal. Aber das Ziel ist eigentlich schon, dass wir wirklich immer wieder interagieren und kommunizieren mit den Kunden. Wir haben jetzt schon ein paar Telefone gehabt mit unseren ersten Kunden, wir haben schon ein paar E-Mail-Austausch gehabt und das ist für uns eigentlich schon das Wichtigste. Das heißt also, wir hatten als erstes hatten wir die All-Risk-Geschichte. Es ist also wirklich auch gegen Doof versichert. Ja. Es ist quasi allumfassend, ohne viel Fragen zu stellen, wahrscheinlich dann auch die Abwicklung. Gegen Doof, aber nicht gegen extra. Also wenn ich mein Handy nehme und am Boden schmeiße, weil ich ein neues Handy will, dann ist es nicht versichert. Ja. Aber dann sprachst du das mit der Fairness an, dass ihr also die Preise auch, die Prämien quasi dynamisch anpasst, dass man auch immer nur wirklich so viel bezahlt, wie
der versicherte Gegenstand gerade wert ist. Also quasi Neubeschaffungswert, kann man ja sagen. Es ist Marktwert, Neubeschaffungswert, Marktwert. Ja. Ne? Und das Dritte war eben, dass du gesagt hast, dass man das immer dynamisch auch, nicht dynamisch anpasst, sondern dass man das Ganze einfach ein- und aus schalten kann und wirklich nur für den Zeitraum dann auch versichert hat. Was wäre denn der mindeste Zeitraum, den ich was versichern kann? Ein Tag. Ein Tag. Das ist also immer 24 Stunden? Es ist so, dass immer Kalendertag gilt. Also wenn du am 12 Uhr am Nachmittag oder am Mittag einschaltest, gilt es bis um 12 Uhr am Abend und dann fängt der neue Tag an. Okay, also quasi. Weil sonst auch zu komplex wird hin oder für uns, für die ganze Berechnung. Also wir müssen irgendwie fokussieren, dass man sagt, wie ist es denn mit Zeitverschiebung? Welcher Kalendertag gilt denn? Es, wenn ich immer, es gilt immer, der Schweiz, immer das, was in der Schweiz ist. Immer Schweizer Kalender, okay. Das heißt, wenn ich in die falsche Richtung fliege, dann zahle ich mehr als... Das kann sein, aber das sind so kleine Beträge. Okay. Also vielleicht 10 bis 50 Rappen, wenn überhaupt. Gibt es eine Beschränkung, wie viel Material kann ich versichern? Was ist es so, ist das so, dass man 15 Sachen gleichzeitig kann versichern aktuell. Ich kann also eine Datenbank haben, auch mit 30 Gegenständen, aber ich kann immer nur 15 gleichzeitig mitnehmen quasi und diese dann versichert haben. Also das ist das Ziel. Jetzt aktuell ist es so eingebaut, dass man einfach 15 Sachen kann drin haben. Mhm. Aber wir wollen das eigentlich erweitern, dass man kann mehr Sachen trainieren kann und einfach nur 15 Sachen gleichzeitig kann versichern. Ach so, also jetzt generell kann ich erstmal nur 15 Sachen eintragen. Wie sieht es aus mit Drohnen? Habt ihr Drohnen auch drin? Sind ja auch schwer im Kommen. Ist ja eigentlich auch eine Kamera. Ich nutze die Drohne als Kamera. Wir haben jetzt doch schon ein paar Anfragen von Kunden wegen Drohnen. Mhm. Ist aktuell nicht im Sortiment, weil, ich muss auch ehrlich gestehen, das Risiko auszurechnen, wie hoch ist das Risiko, ist relativ schwierig. Wir werden es jetzt aber beobachten. Wenn wir immer mehr Anfragen bekommen für Drohnen, müssen wir das einfach wirklich mal überprüfen. Können wir das. Was wir wissen, ist von anderen Mitbewerbern im Ausland, die etwas Ähnliches anbieten, die haben Drohnen drin im Sortiment und haben sie jetzt wieder rausgenommen, weil sie einfach wirklich zu hohe Schadenbelastung haben. Und sie das niemals haben können, also ohne rote Zahlen können zurückzahlen. Sonst könnte er das ja so machen, dass er vielleicht einen Sondertarif für Drohnen bietet, wo man dann halt mehr zahlt? Das ist eine Möglichkeit. So, ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das müssen wir einfach wirklich nochmal durchrechnen und schauen. Wenn man wirklich sieht, der Need ist wirklich da. Wir haben schon 2-3 Feedbacks bekommen. Du bist einer davon, der gefragt hat. Wir hatten schon 2 Kunden, die Drohnen versichern wollten. Wir müssen jetzt nachdessen anschauen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Weil schlussendlich, ich muss vielleicht auch dazu sagen, was bei uns ist, wir, wegen Fairness. Mhm. Wir versuchen nicht im Schadenfall so viel wie möglich abzulehnen, damit wir einen höheren Gewinn haben. Mhm. Sondern was wir versuchen, ist schauen, ist der Schaden wirklich gewährleistet, dann zahlen wir ihn. Wir nehmen aus der Prämie fixe Fee für uns. Mhm. Und wenn wir Ende Jahr weniger Schaden ausgezahlt haben, als wir Geld eingenommen haben für die Schäden, dann wird der Teil an eine Charity überwiesen. Ach, das auch noch, okay. Wenn wir jetzt aber natürlich Geräte drin haben, die extrem schadenanfällig sind und wir da also extrem hohe Schadenquote haben, dann können wir vergessen, dass wir jemals irgendetwas würden spenden. Im Gegenteil, dann müssen wir schauen, dass wir mehr Geld bekommen. Können wir mal so eine Beispielrechnung machen vielleicht, wenn ich jetzt eine Kamera, ein Objektiv und ein Notebook über ein Wochenende versichern möchte? Ungefähr. Was muss man sich da so vorstellen? Lass mich schon rechnen. Ich habe ein MacBook 1500, ich habe eine Kamera für 1000 und ein Objektiv für 1000. Also, heißt vielleicht ein Franken, 2 maximal. Das heißt, ich habe für ein ganzes Wochenende habe ich für maximal 2 Franken. Ja, plus minus. Es kommt auch darauf an, was du genau hast. Aha. Aber so schnell rechnen kann ich es jetzt nicht. Aber es sind nur einfach mal so einen ganz groben. Es kommt etwa hin. Es kann sogar weniger sein. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Weil das klingt mir jetzt extrem günstig dafür, dass ich ein Wochenende lang Ruhe habe. Aber du hast eine Versicherung, die 365 Tage geht, oder? Aha. Ja, klar. Rechnen wir die 1-2 Franken 300 mal 365. Das stimmt natürlich auch wieder. Im Rechnen bin ich nicht gut. Ne? Okay, also wir haben eine super einfache Geschichte, die schnell eingerichtet ist. Ihr habt eine sehr übersichtliche Webseite, die auch gleichzeitig das Portal ist, in dem ich das alles ein- und ausschalte, hinzufügen kann. Und ich kann natürlich auch Sachen wieder löschen aus meiner Versicherung. Ich habe keine Zeitbindung. Also ich versichere wirklich nur über den Zeitrahmen, wo ich was versichert habe. Ja. Muss natürlich mich danach nicht wieder neu anmelden, sondern mein Kundenkonto bleibt bestehen. Bezahlung ist über Kreditkarte. Bezahlung ist aktuell nur über Kreditkarte. PayPal. Was wir aber prüfen, ist noch, ob wir Post Finance, bloß PayPal und all die Sachen auch noch anbieten. Aktuell ist es Kreditkarte. Okay. Aber das sind Weiterentwicklungen, wie ich vorhin gesagt habe, wir wollen das Produkt weiterentwickeln. Ja. Je mehr Feedback wir bekommen von Kunden, je mehr wissen wir auch, in welche Richtung.
Okay, gut, super Sache. Links, finde ich gut. www.links.ch. Danke für die Zeit. Merci. Ciao.